Ich gehe noch mal raus, gucken, ob er da ist. Er hat eben so brav Sitz gemacht und ich hatte leider kein Leckerli. Katzen, ihr seid drin, okay? Ich lasse euch mal drin, ja? Und dann gucke ich mal, ob der Hundi wieder da ist. Und dann gucken wir. Komm her. Guck mal, da kommt er. Nee, kommt er nicht. Vielleicht wartet er immer, bis seine Herrchen unaufmerksam werden, damit er kurz abhauen kann, kurz gucken kann. Ja, jetzt. Okay, also, wir machen das nochmal. Mach Sitz. Gut. Kannst du fangen? Hopp. Dein Herrchen hat gesagt, du darfst alles und ich habe hier noch so fleischige Leckerlis. Oh. Warte. Mach hopp. Hopp. Das kannst du wohl nicht. Okay, gut. Ja, du hast es fast geschafft. Genau, da ist es. Okay, mach Sitz. Gut. Und hier. Ja, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Los. Fast. Sitz. Sehr gut. Und hopp. Ja, wir haben es geschafft. Habe ich ihm das beigebracht? Tun wir mal so, als wäre ich das gewesen, okay? Cool, cool. High five. Ja, sehr gut, sehr gut. Aber ich habe keine Leckerlis mehr. Du bist ja ein ganz schlauer Hund. Oh mein Gott, bist du ein schlauer und verfressener Hundi. Ich muss wieder reingehen zu meinen Katzen, okay? Geh spielen. Geh zu deinen Herrchen. Los, geh. Katzis, was wird das hier? Huh? Müssen wir wieder Pöter beschnüffeln? Ja, nicht Köter, sondern Pöter. So wie Po. Apollo. Oh. Ihr habt ihn nicht gesehen, ne? Cosmo, du darfst dich nicht so aufregen. Doch nicht wegen einem Hühnchen. Guck mal. Ein kleines Hundebaby. Möchte noch ein Leckerli haben. Oh, je. Hey, mach das nicht. Das darf man. Guck mal, du erschreckst meine Katzenbabys, okay? Nee. Vielleicht sollte ich Rolletten wieder zumachen. Apollo hat aber sehr viel Neugierde, diesen Hund gegenüber. Er würde schon, glaube ich. Also wenn der Hund kommen würde und Apollo sich ein bisschen akklimatisiert hat, dann würde er schon mit dem Hund auch spielen wollen, habe ich das Gefühl. Guckt euch das mal an. Der hat da richtig Bock. Was ist, Apollo? Möchtest du mal rausgehen? Guck mal, da ist er wieder. Apollo, guck mal hier. Guck mal hier, Apollo. Apoji, guck mal hier. Oh. Ein kleines Würstchen. Da, guck. Wir haben ein Blatt mitgenommen. Siehst du? Da ist das Hündchen. Da ist es. Brauchst keine Angst haben. Seht ihr? Apollo hat keine Angst. Nur Cosmo macht ihm immer so Angst, wenn er wegläuft. Ja, Apollo, das hast du ganz brav gemacht. Wo ist der Hundi jetzt hingelaufen? Hm? Willst du mal gucken, wo Hundi hingelaufen ist? Der hier? Kommt er nochmal wieder? Ah, da sind bestimmt die Handwerker. Die wollen bestimmt gucken, wo ihr Hund ist. Nur war nicht der Handwerker, war irgendwas, was Marcel sich bestellt hat. Cosmo. Cosmo ist gut jetzt. Mit Angst haben. Meine Güte. Seit wann bist du so ängstlich, ha? Normalerweise bist du doch der Mutige. Und Apollo ist eigentlich der Ängstliche. Und jetzt ist Apollo richtig mutig. Ist voll neugierig auf den Hund. Und du so, ey, nee, ich bin ein kleines Kätzchen. Ich habe Angst vor Hunden. Hab ruhig. Cosmo. Mach nicht so. Ja, komm runter. Ach ja. Naja,
Vielleicht. Ist ja nicht für immer, ne? Also es ist ja auch kein Nachbarshund oder so, der dann jeden Tag kommen wird. Er kommt nur manchmal. Also, manchmal. Ich glaube, das wird hoffentlich dann eine einmalige Gelegenheit sein, weil ich hoffe mal, dass uns keiner mehr den Bordstein kaputt macht. Ja, und du? Cosmo ist schockiert. Schockiert. Also normalerweise erwarten wir nur am Fenster, aber nicht so ein großes Hündchen, nicht wahr? So einen großen besten Freund wollte er Cosmo dann doch wieder nicht haben. Ja, aber Noah haben wir tatsächlich schon lange nicht mehr hier gesehen. Nur einmal nachts in der Kameraaufzeichnung. Aber ja, kann auch Zufall sein, muss nichts bedeuten. Auf jeden Fall geht es ihm aber gut, laut Kameraaufzeichnung, nachts. Nur, dass er halt nicht mehr vorbeikommt, ist vielleicht, könnte auch daran liegen, dass er mich nicht mehr mag, weil ich ihn ja nach Hause getragen habe, als er so verletzt ausgesehen hat, weil ich so Blut an Fingern hatte, als ich ihn angefasst habe. Dann habe ich ihn ja nach Hause getragen und das mochte er nicht. Er hat gefaucht und sich gewehrt und mochte gar nicht angefasst, also mochte gar nicht hochgehoben werden. Aber ich musste ihn nach Hause tragen, weil ich mir sonst nicht anders zu helfen wusste oder ihm. Ja, und seitdem mag er mich, glaube ich, nicht mehr, weil er sich denkt, ja, klar, wenn ich da hingehe, trägt er mich wieder nach Hause. Vielleicht kommt er deswegen nicht mehr. Ne? Nee. Hundi kommt nicht mehr, der ist wahrscheinlich jetzt wieder im Auto. Ja? Wisst ihr Bescheid? Na, Katzis, wie sieht's aus? Cosmo, du traust dich wieder? Nein, siehst du, er ist da gar nicht mehr. Siehst du? Er ist doch gar nicht mehr. Das Hündchen ist weg. Ein kleines Baby. Also wenn jemand mit Untertiteln die Videos guckt, dann steht da bestimmt überall Hühnchen. Also so wie Hähnchen. Also so wie Huhn. Aber ich sage immer Hündchen. Also Hundi, Hund. Ja. Dieses fluffige Fluff ist wieder so fluffig. Es fühlt sich so witzig an, weil es so fluffig ist. So, keine Aufregung mehr, okay? Und da sie jetzt auch fressen, sagt es mir, dass sie nicht mehr so aufgeregt sind. Und eher, ja, eher Hunger haben vor der ganzen Aufregung. Ist ja auch vernünftig, jetzt was zu essen. Yummy, schmeckt wohl. Ja, genau, verteil alles auf dem Boden. Ist besser so. Schmeckt dann auch besser. Katzis! Katzis! Ihr könnt wieder aufatmen. Der Hund ist jetzt weg. Der ist weggefahren. Okay? Kommt nicht mehr. Ich habe die Kaffeetassen zurückbekommen. Und das ist das. Also, nachdem der Hund seine Nase in die Kekse gesteckt hat, sah das so aus und so ist es dann auch geblieben. Es wäre auch zu witzig, wenn sie die einfach aufgegessen hätten. Naja, die kommen dann jetzt weg. Ja, das war ein sehr aufregender Morgen für uns alle. Hast du gehört, Cosmo? Der Hund ist jetzt weg. Der kommt nicht mehr. Die sind weggefahren. Brauchst keine Angst mehr haben. Aber ich glaube, da vertraut er mir nicht. Er wird jetzt noch 30.000 Mal gucken, ob der Hund auch wirklich weg ist. Ja, siehst du? Ist keiner mehr da. Kommt auch nicht mehr. Es sei denn, uns macht wieder jemand was kaputt. Dann kommt er vielleicht nochmal wieder.